Die Hölle, das Reich der Verdammten. Purgatorio, das Fegefeuer, die Neugeburt und Erlösung der Seelen. Paradiso, der Himmel, das Reich des Lichts. Tomasz Pandur inszenierte in Hamburg ein dreiteiliges Theaterspektakel, sehr nass und sehr frei nach Dante. Der Dichter machte sich in seiner göttlichen Komödie selbst zur Hauptfigur. Geführt von dem antiken Dichter Vergil wandert er ins Jenseits. Pandur zeigt Stationen dieser Reise als magische Bilder von Seelenzuständen. Je mehr du steigst, umso leichter wird es. Solche Seelenzustände erleben wir tausendfach. Ich bin sicher, dass wir täglich durch unsere innere Hölle oder unser inneres Paradies gehen, ohne dass wir es bemerken. Es geht mir dabei mehr um eine spirituelle Dimension als um konkrete religiöse Vorstellungen von Hölle und Paradies. Let us make as it was yesterday, please. Tomasz Pandur, verehrt und manchmal gescholten als Theatermagier und Visionär. Geboren in Slowenien, machte er als Intendant Maribor zu einer Kultstätte innovativen Theaters in Osteuropa. Inferno, den ersten Teil, inszenierte Pandur bereits letztes Jahr am Thalia Theater. Bilder der Grausamkeit. Auch eine Parabel des Balkankrieges sollte es sein. In allen drei Teilen warten die Schauspieler im Wasser. Das Wasser lässt die Bühne wie eine unwirkliche Welt erscheinen. Wasser ist etwas, ohne das wir nicht leben können. Und gleichzeitig symbolisiert das Wasser so viele Dinge. Wasser ist das Element der Reinigung, der Läuterung. Ich arbeite gerne mit solchen symbolischen Ebenen. Im Wasser liegt alles. Die Geburt, der Tod, der gesamte Kreislauf des Lebens und noch viel mehr. Beatrice erscheint im Purgatorio. Die entfernte Geliebte Dantes lenkt seine Reise ins Paradies. Das Fegefeuer, der Ort für die Reinigung der Seele. Die Schauspieler verkünden Weisheiten aus Pandurs verschwommener Privatreligion. Ein Licht weckt dich. Mein Name ist Erde! Die Geburt des Lebens! Der Daseinsgrund! Durch mein Handeln lenke ich deine Selbsterhaltung! Schöne Bilder, bedeutungsschwangere Texte und vor allem keine Angst vor Pathos. Für mich sind all diese Gestalten Engel. Engel von der hellen und der dunklen Seite des Mondes. Im Fegefeuer sind sie in der Mitte. In der Mitte zwischen Tag und Nacht, zwischen Gut und Böse. Ja, sie sind definitiv Engel, die immer und überall bei uns sind. Manchmal sehen wir sie, manchmal nicht. Paradiso, der letzte Teil. Ruhige Bilder und viel Stille. Im Paradies ist das Ziel erreicht, die Reise beendet. Für Pandur jedoch ein Ort der lähmenden Stagnation. Nur sein Dante bleibt ein Getriebener. Zweimal geboren, aus Leibern meiner Mütter von Fleisch und Erde, blicke zurück und sehe Stimmen. Paradiso ist der gelungenste Teil. Bilder, wie sie selten zu sehen sind. Hier kommt Pandur seinem Ziel am nächsten. Theater als Gesamtkunstwerk. Mein Ziel ist ein Theater jenseits aller Kategorien. Ich will Grenzen überschreiten, geografische, kulturelle, religiöse und philosophische. Diese Inszenierung ist für mich noch einmal eine Selbstüberprüfung. Warum mache ich überhaupt Theater? Um es auf einen neuen Level zu bringen, den es bisher nicht gegeben hat. Dantes Text ist am Ende zerschlagen. Doch wo bleibt das neue Theater? Pandur schafft große Bilder. Doch unter der Last ihrer Bedeutungsschwere bricht seine Inszenierung zusammen.